Ja, das ist ein Problem für später. Ja, ich erinnere mich. Aber ja, ich denke, damit sollte geklärt sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts in Beilung wollen und wohl den direkten Weg nach Perikum nehmen Achso, können. ihr hattet doch noch einen Brief an Hafax geschrieben. Wollt ihr von dem noch irgendwas? Ich glaube, wenn wir seine Flotte in unsere Heldenflottille holen, dann ist ja richtig Rambazamba mit den anderen Kapitänen, oder? Also, wobei, ich glaube, Rateral Sanin würde es, glaube ich, freuen. Ich glaube, der Ich wird laut glaube. lachen, wenn ihr ihm das erzählt, aber ich glaube, all die anderen Kapitäne, die würden dann nicht so feiern. Ich bin Einige werden erstaunt, dass schon sie den da. angepisst sein, wegen den anderen. Ich dachte, wir lassen die einfach am Ende auftauchen und die wissen davor gar nicht voneinander. Ja, richtig. Also, die müssen ja keine Freunde werden. Die brauchen nur die gleichen Feinde. Wollen wir noch nach Mendena oder nicht? Ich weiß nicht, was wir dort sollten. Ich denke auch, Deswegen. wir wollen es nicht provozieren. Wir hatten Kontakt mit Hafax aufgenommen, weil wir uns Informationen über Rulat erhofft hatten, aber dass wir seine Flotte gewinnen wollen, stand eigentlich nie zur Diskussion. Hey, ich bin einer von den Guten, dann ich wollte es nur einmal diskutiert haben. Das war jetzt keine offene Häresie oder sowas. Nee, ich finde, das ist auch eine wichtige Idee und muss man wirklich drüber nachdenken. Ich meine, Hafax ist ein brillanter Stratege und seine Flotte wird sicher deutlich schwerwiegender und aussagekräftiger sein oder mehr beeinflussen können als die Perlenmeerflotte. Wisst ihr etwas mehr darüber, über wie viele Schiffe er gebietet? Oh, allein der, weiß ich nicht, keine Ahnung, Frosty, weiß ich was darüber? Oh, nur Gerüchte, nichts Festes. Also Al'Anfa hat ja im Gegensatz zu all den anderen Reichen noch einen guten Kontakt nach Mendena, auch immer guten Kontakt zu Hafax gehabt. Aber die hält er, also seine richtige Stärke hält er natürlich geheim. Und da wird auch kein Al'Anfanischer Spion ihm irgendwas rauskitzeln. Aber du wirst dir sicher sein, dass Hafax sorgt dafür, dass er zu Land und zu Wasser nicht zu schlagen ist. Ja. Er wird dann vielleicht selber keinen Angriffskrieg führen, aber einen Verteidigungssieg auf Mendena. Also bisher hat noch niemand Mendena angegriffen. Muss halt seinen Grund haben, ne? Sofern Hafax sich entscheidet, sich unsere Sache besiegt und sich entscheidet, dass er seine Flotten ausschicken kann. Ich weiß zwar nicht, wie groß sie sind, aber dann ist uns der Sieg sicher gewahr. Ich bin dagegen. Hafax ist eine unbekannte Konstante. Hafax tut nur, was er selber will. Ihn interessiert nicht, was andere davon haben. Naja, ohne jetzt über die anderen Kapitäne in unserem Bund herzufahren, ich befürchte, das trifft auch viele von denen zu. Das mag sein, aber Also das Problem haben wir tatsächlich immer. Also es ist ja völlig egal, ob wir jetzt und da die wenn wir Piraten aus dem Süden vereinigen wollen mit bornländischen Händlern, die in Janka warten, und Flüchtlinge aus Valusa und aus Ilsur und dann noch irgendwelche Maraskaner und meinetwegen noch Novadis, die fahren ja auch rum, dann haben wir Aranier, wir haben die Leute aus Perikum, es ist völlig egal, wir müssen so oder so alle einen an den Tisch holen und jeder wird mit jedem anderen Probleme haben. Und jetzt stellt euch noch vor, dass wir nach Beilung fahren und irgendwie die Praios-Geweihten mit ihren Sonnenschiffen holen. Also die Katastrophe wäre perfekt. Und dann noch irgendwelche Effard-Brüder, die komplett Banane sind und irgendwelche Kunchoma und tja, also wir werden so oder so werden wir mit vielen Leuten reden müssen und ihre Probleme beseitigen müssen. Da sehe ich jetzt Hafax. Ich meine, ja, das ist ein weiteres Problem und jeder wird ihn hassen, aber das ist halt ein weiterer Punkt, den wir aufgreifen sollten. Ich fürchte nur, er spielt dann ein doppeltes Spiel und seine eigenen Ziele verfolgen. Gut, ich wollte es einfach nur angesprochen haben. Das ist euer bunter Wogen. Es ist nicht Naja. seine Ziele, Palligan in die Suppe zu spucken. Das will ja niemand von uns. Deswegen betrachten wir Havaxe überhaupt als möglichen Verbündeten. Naja, und wenn welche von seinen Bluttemplern draufgehen, den werde ich dir hinterher trauern, da bin ich ganz ehrlich. Ich Ja, meine, genauso müssen wir es denen Yharnam verkaufen. hatte das mal erzählt, dass Hafax sich mal mit ihm persönlich oder mit irgendeiner Gruppierung, die er angehört hat, in Verbindung gesetzt hat und seine Hilfe angeboten. Aber ich weiß nicht, in welchem Umfang. Nicht
denke, diese Lage sähe noch einmal etwas anders aus, wenn Hafax aktiv auf uns zutreten würde und uns seine Unterstützung anbieten. Dann müssen wir darüber zumindest nachdenken. Aber solange wir noch andere Verbündete gewinnen können, nun ja, müssen wir nicht bei ihm ankriechen, oder? Ihr solltet nehmen, was ihr kriegen könnt. Ich denke, wir sind bisher schon stark genug, um nicht zu kriechen, allein mit den Waffen, die wir bei uns führen. Wir haben das verdammte Effort-Horn und diese Harfe, die auch nur mit dem Klang diese riesigen Strudel schließen kann. Und er konnte diesen Strudel schließen. Ich denke, er kann bei einer Unheiligkeit würde nichts ausrichten. Ach so, ich hatte jetzt ja auch nur Menschen angesprochen, ne? Das habe ich ganz vergessen. Wie sieht das eigentlich aus mit den anderen Reichen? Die Zwerge haben sicherlich nicht so sehr viel Seefahrt. Mendarion, weißt du was über Seeelfen? Elfen im See? Natürlich gibt es Elfen im See, am See und auf dem See. Aber die sind weit weg von hier. Es gab früher mal Elfen, wo jetzt der... Ich weiß nicht, wie ihr Menschen ihn nennt, ist, aber jetzt nicht mehr. Also ich weiß zumindest die Geschichten von Ohm Volker. Die waren ja mal in den Inseln im Nebel, aber das, ich weiß jetzt nicht, ob das Seeelfen sind oder ob die Schiffe haben, das weiß ich jetzt nicht, aber naja. Stimmt, ich erinnere mich an einen Abend, als Hasswolf uns die Lieder von Phileason vorgetragen hat. Das war wirklich denkwürdig. Das war eine unglaubliche Geschichte. Wenn wir schon. Der Mann konnte Geschichten erzählen. Das ist ein Torwall, ich kann ja viel erzählen, ob davon war, etwas dann war es, das mag wirklich zu bezweifeln. Alles davon ist wahr, das wohl aber mir. Wenn wir schon Seemannsrang nachgehen, sollten wir vielleicht nicht lieber dienlicheren Dingen nachspüren als Seeelfen? Ich erinnere mich, Kapitän, ja, dass wir noch ein oder zwei offene Punkte hatten, von denen wir bislang nicht mehr als Gerüchte aufspüren konnten, irgendwas mit einem Rochen. Haben wir da nicht die Bornländer hinterher geschickt? Das hat auch was mit diesem Bereich der Wellen oder Wogen auf ganz sich. Ganz richtig, wir haben ihnen das Artefakt mit auf den Weg gegeben, damit sie herausfinden können, was an dieser Sache dran ist. So rückblickend betrachtet war das keine wirklich gute Idee, aber mit dem ganzen Alkohol waren die ziemlich überzeugend. Naja, aber dann können wir ja zusammenfassend sagen, Zulaminev, du willst erstmal nicht nach Mendena, sondern erstmal nach Perikum. Ja, ich denke, das ist eine bessere Idee. Und wenn wir dann in Perikum sind, dann, ich glaube, wir müssen eh nochmal nach Festum und nach Valusa und schauen, ob wir nicht da noch irgendwelche Schiffe abgreifen können. Dann kommen wir ja an Mendena eh nochmal vorbei. Wir haben immer noch keine praktikable Methode, um bei den anderen loszuwerden. Ich hatte gedacht, dass wir die ganzen Leute aus Festum und aus Valusa mit unseren Flüchtlingen alle haben. So habe ich zumindest verstanden, als Rabenmund davon sprach. Naja, also... Aber die sind ja keine Schiffe. Die sind nur irgendwelche Flüchtlinge. Ja, aber die haben ja schon irgendwie 30 Schiffe oder was. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Ja, und die Instandsetzung geht auch einigermaßen rasch voran. Aber wir haben auf jeden Fall in Perikum Dinge zu klären. Was wir danach tun, nun, das sehen wir dann, oder? Erstmal sollten wir uns um diese Marix kümmern. Und so gut es geht sicherstellen, dass unsere Admiralin keinen Unfug macht. Vielleicht könnten wir uns auch noch die Unterstützung der Weißmagier sichern. Die Schule der Austreibung ist im Mittelreich wohl bekannt. Und vergleichsweise offen, oder korrigiert mich, wenn ich mich da irre? Nun ja, sie behandeln die Versehrten aus den Bobbard-Kriegen. Und sie verstehen auch sich auf Austreibung von Dämonen, Geistern und nun ja Albträumen. Eine sehr Boron-gefällige Schule also. So sagt man. Naja, wir können ja mal unsere beiden Schwarzmagier vorschicken und gucken, welchen von beiden sie mehr hassen. Bitte, wie nun? Das war ein Scherz. Perikum, Serpentilio. Warum sollte ich mich mit solchen Stimpern abgeben wollen? Habt ihr die letzten Thesen zum Pentagramma überhaupt gelesen? Etwas habe ich noch nicht gehört. Nun, ich könnte zumindest sein Spickkapitel ausruhen. Ich hatte ihn in einer fernen Vergangenheit schon einmal aufgesucht. Vielleicht habe ich noch etwas
gut bei Ihnen? Ich weiß es nicht. Dann schlage ich tatsächlich vor, ihr lasst aber mir die Sache handhaben. Er scheint ein besseres Händchen für zu haben. Ja, aber wahrhaftig, stellt euch vor, ihr habt einen Nagel und wollt ihn in ein Brett hämmern. Und anstatt zu gehen und einen Hammer zu suchen, ihr nehmt ihr einfach, ich weiß nicht, einen Tonhumpen und wundert euch, dass Dinge kaputt gehen. So wird dort gezaubert. Sehr, sehr bildlich. Und vielleicht nicht ganz korrekt dargestellt aus eurer Sichtweise. Nun, was kann ich dafür, dass ihr nichts außer der Zerstörung von sehr feingliedrigem Gewebe kennt? Ja. Sagen wir so, Sie sind Spezialisten auf Ihrem Gebiet und ihr seid Spezialist auf eurem Gebiet. Belassen wir es dabei. Eben das sind Sie ja nicht. Jetzt sagt mir einen einzigen Perikoman, der besser darin ist, einen Dämon zu bannen als ich. Ach man, Serpentilio. Ich meine, du kannst doch einem Fisch nicht sagen, du musst auf einen Baum klettern. Ein Fisch ist halt besser im Schwimmen und wird niemals auf einen Baum klettern können. Und ein Affe wird nicht schwimmen, wird aber gut auf einen Baum klettern können. Bleib bei deinen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ha! Da mögt ihr doch tatsächlich eine wahre Sache gesprochen haben. Außer du bist Nahima, dann kannst du alles. Bleib mir mit Nahima weg. Vielleicht würdet ihr euch besser damit fühlen, Serpentilio, wenn ihr die Heilung von Geisteskrankheiten als ihr Kerngebiet ansehen würdet. Wie auch immer. Es ist nicht klar, ob sie uns überhaupt helfen, ob sie uns überhaupt vorladen. Ich denke, ich sollte Isarun schreiben. Vielleicht könnten wir eine Empfehlung von ihr bekommen. Sie ist immerhin lange genug mit uns gereist. Wie wollt ihr den Brief so schnell zustellen? Und sagt jetzt nicht, ihr wollt ihr einen Nuntivoro schicken. Das würde sie bestimmt nicht gut aufnehmen. Ich bin nicht sicher, was das angeht, aber der Nuntivoro wäre wohl kaum in der Lage, durch den Schutzmechanismen, die im Zweifelsohn in die Palast umgeben, zu dringen. Also scheint ihr Antwortschreiben wohl aus. Vielleicht muss es nicht sofort geschehen. Ich könnte ihn ganz profan an den Reiter atmen. Von Perikumau sollte er ja schnell, wo auch immer wohl euer Palast sein mag, sein. Ja, wer weiß, wie lange diese Sache mit Marix in Anspruch nehmen wird. Vielleicht müssen wir noch einmal in See stechen und nun ja, diesen Bruder aufspüren. In dieser Zeit könnte durchaus ein Reiter hin und zurück reiten. Also die Beilunker Reiter, wenn ihr denen genug Geld gibt und die haben Wechselpferde oder reiten sie dann tot? Ich weiß, das mögt ihr nicht zu Lamin. Aber selbst wenn sie Wechselpferde haben, dann können die innerhalb von einem Tag nach Gareth und zurückkommen. Gareth? Ist das nicht auf der anderen Seite des Kontinents? Nee, das ist in der Mitte, du Idiot. Wahrhaftig. Ich dachte, es wäre am Meer der Sieben Winde gelegen. Ihr wisst schon, man kann eine Linie ziehen. Kuslik, Betana, Grango, Gareth, dachte ich immer. Rafim, sag mir bitte, du bist klüger als Serpentilio. Naja, ich war ja schon öfter in Gareth. Ich bin übrigens auch ein Ritter von Romilis. Vielleicht ist das ja auch was wert. Ja, ganz im Norden ist das ja da. Das ist doch kalt. Seht ihr, nun verzeiht mir, dass ich nicht unbedingt die genaue Lage von jedem Hinterweltlerkaff im Norden kenne. Ich bin so froh, dass ich mich Rafim angeschlossen habe und nicht Serpentilio. Das wäre jetzt uns echt peinlich. Oh bitte, als würde ich einen Schüler annehmen, der bei einem solchen Widerling wie Nahima gelernt hat. Ihr seid bereits verzogen und verdorben. Nun, wenn wir nach Perikum kommen, werden wir uns jedenfalls alle ein wenig auf unsere Zeit im Mittelreich, so es denn für uns eine Zeit im Mittelreich gab, denn, ja, ich denke, wir sind es nicht mehr recht gewöhnt. Naja, ich darf da an dieser Stelle erwähnen, ich war im Mittelreich äußerst beliebt. Ich wurde gleich mehrfach zum Ritter geschlagen. Ich habe auch noch irgendwo meine Ohren. Nee, ich habe meine Ohren verloren. Aber ich hatte auch mal so eine Schärpe, die hat Mira dann gefressen, die war auch. Wenn du die Orden suchst, ich habe die bei Mira am Halsband, da hängen 5 Orden dran. Da sind die. Ich wusste, ich habe sie irgendwo hingepackt, wo ich sie nicht so schnell verliere. Aber mir, wie hieß doch mal diese komische Schärpe, die wir gekriegt haben, hier diese Ronra-Schärpe da. Nun, die Aufnahme ins Rondriarium der Säulenheiligen zu Arivo. Ja, richtig. Das muss doch was wert sein. Das stimmt, das war, als wir uns gerade erst kennengelernt haben. Naja, solange das Haus Gareth. Solange kein Komet auf die Stadt Arivo drauf fällt, sollte das sicherlich etwas wert sein.
Ja, richtig. Und ich meine, die Schärpe, die hat ja auch nicht lang gehalten. Also 5 Minuten und mir hatte die zerfetzt. Billiges Ding, du. Ihr meint hoffentlich nicht Mira. Nein, nein, die Schärpe. Nun, die Schärpe ist nur ein Präsent, der Rang zählt. Nicht das, was der Orden selber. Naja, aber das mit deinem Rittertitel sollten wir auf jeden Fall bei passender Gelegenheit fallen lassen. Nun, wer ist nicht der Ritter des Haus Gareth? Ich. Du kannst sagen, Serpentilio. Ja, das mag wohl sein. Also ich bin Ritter des Reiches. Eine Ehre, auf die ich gern verzichte. Naja, gibt jetzt persönlich auch nicht so viel, was man damit bekommt. Ich habe dieses ehrlich. Ganze Ritterkonzept noch nicht ganz verstanden. Parfüm, du kannst doch mit Bier trinken. Gerade wenn wir, also Perikum jetzt vielleicht nicht so sehr, aber wenn wir in Gareth sind oder in Romulus, dann lässt du dich einfach ausrufen, wenn du dann am Palast bist. Dann gibt's Bier. Ja, ich bin leider reich. Aber sonst wäre das gut. Du bist reich? Achso. Ich bin sehr reich sogar. Ja, ich meine, wenn man Endurium sogar auf einen Bären draufschnallen kann, dann... Also mir hatte sich das wohl verdient. Er hat zweimal gewonnen, als wir... Arm gegen Pfote, da hat sie mich einfach fertig gemacht. Da hat man sich auch mal ein bisschen Endurium verdient. Aber ich schweife schon wieder ab. Aber wenn ihr möchtet, kann ich noch ein bisschen mehr von Mira erzählen. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wir wissen alle um Miras Verdienste in dieser Schlacht. Ja, sehr gut. Gut, und wenn wir in der Stadt sind, halte ich mich einfach an Rafim. Ja, tue das, was er macht, wenn er so beliebt im Mittelreich ist. Scheint ja damit ziemlich gut gefahren zu sein. Ja, ich habe viele Freunde gefunden. Und ich denke, mit Höflichkeit kommt man überall weiter. Achso, Diamantis, wolltest du deiner Frau eigentlich noch... Ach nee, deiner Frau wolltest du gar keinen Brief schreiben, ne? Du bist ja schon da. Wie lange denn eigentlich noch? Serpentilio? Das ist eine sehr exzellente Frage, die ich schwerlich beantworten kann. Frage ins Off-Frost, den ich auf den Zeitrahmen ein wenig verloren über. Ich habe nur den Zeitsprung in Zeitrahmen verloren. Der Dämon hat eine Dienstdauer von einem Monat gekriegt. Ist der um? In-game? Das ist der vierte Zar inzwischen. Wir haben den vierten Zar, du musst halt nachgucken, wann du den beschworen hast. Boah, wann war denn deine Hochzeit? Diamantis, du wirst doch wohl wissen, wann deine Hochzeit Gesch. Oh, da gucken wir jetzt nach. Komm, also ich weiß noch, dass er einen Brief hinterlassen sollte und dann sagen, vom ersten Zar, am ersten Firun wurde er beschworen. Ernsthaft? Am ersten Zar. Firun? So, erste Vierung. Du bist so seit 4 Tagen tot. Nein, nicht tot. Nun, Nein. Was für ein Brief? Eure Ehegattin wird vor aller spätestens 4 Tagen ein leeres Bett vorgefunden haben mit einer von euch verfassten Nachricht darin, dass ihr dem Ruf des Abenteurers gefolgt seid und es euch doch bitte nicht übel nehmen soll, aber es sei zum Wohl der... Ihr wisst schon. Ihr habt ihn schließlich geschrieben, wenn ihr euch erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ihr wart ein wenig angeschlagen. Ich glaube, ich habe mich relativ kurz gehalten. Ja, stimmt. Ich glaube, du warst an dem Tag nicht da und wir haben einfach nur gesagt, du hast den Brief für sie geschrieben, weil das das Sinnvollste war. Ich erinnere mich. Du bist früher gegangen oder so? Da steht gleich wieder da. Auf dem Zettel. Ich bin eben Ziegenmilch und dann noch immer ein Blatt holen. Ja, okay, also du bist ein Quitzlinger tot. Vergangen und verflossen. Sogar relativ kurzfristig, ja. Hatte ich gar nicht mehr irgendwie ein Petto, dass du... Ich habe auch gar nicht mehr an meine Frau gedacht. Dann warst du auch. Ey, siehst du, deswegen heirate ich einfach nicht. Wenn sie das hört. Ja, dann muss sie sich in die Arme ihrer anderen 4 Ehemänner traurig wenden. Also, ob sie das überlebt, schuch. Ein Stück Torte. Aber man will ja immer das haben, was man nicht haben kann. Ja, also bestimmt trauert sie dir nach. Wenn du den Quitzlinger im Dämon im Limbus findest, dann ist er auch erstmal irgendwie 200 Kilo fetter geworden. Der ist freiwillig da geblieben. Das kann er nicht, denn ich habe ihn dir zurückschicken mit in den Dienst gebaut. Shit. Ich wollte gerade sagen, der ist freiwillig da geblieben und lässt sich füttern. Der findet das geil. Aber nein, ist leider nicht drin. Quitzlinger so, nein! Und wird in den Limbus gesogen. Also Bakelet wird das gut finden, die lässt sich da mästen, aber es ist ja ein Amazon-Dämon.
Ja, so könnt ihr den restlichen Tag mit Besprechung verbringen oder aber generischen Dingen nachgehen. Ihr fahrt in Richtung Perikum, korrekt? Ich meine, sonst hat keiner irgendeinen anderen Vorschlag gemacht. Ja. Prinzipiell kannst du mir jetzt sagen, nope, wir reißen das Steuer rum und auf nach Podkorrat, aber ich sehe keinen Grund. Gut. Also wir müssten bei Teaser vorbeifahren, weil da wartet noch irgendwo unsere Flotte auf uns, ja, aber das ist halt eher auf dem Weg. Aber ich würde die Reise auf jeden Fall nutzen, um mich mit der Admiralin zu unterhalten, um da irgendwie ein besseres Verhältnis zu kriegen und ihr auch zu helfen mit ihrem Trauma. Ich würde die Reise definitiv nutzen, um die Diamantes wieder mit seinem Dräger und dem bekannt zu machen.